In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Parametern einer Binomialverteilung. Dazu bearbeiten wir die Aufgabe Parameter einer Binomialverteilung, die ihr unter Aufgabenpool.at unter der Aufgabennummer 1-495 finden könnt. Dabei geht es um ein Zufallsexperiment, das durch eine binomial verteilte Zufallsvariable beschrieben wird. Und die Erfolgswahrscheinlichkeit für die Zufallsvariable beträgt p gleich 0,36, die Standardabweichung Sigma 7,2 und die Zufallsvariable ist binomial verteilt, das werden wir ebenfalls noch kennzeichnen. Die Aufgabenstellung lautet nun, den zugehörigen Parameter n, also die Anzahl der Versuche, zu berechnen. Und dazu schauen wir, wie uns die Formelsammlung weiterhilft. In der Formelsammlung finden wir Formeln für die Wahrscheinlichkeitsfunktion, den Erwartungswert und die Varianz einer Binomialverteilung. In unserem Fall enthält die Angabe die Werte der Standardabweichung und der Wahrscheinlichkeit und gesucht ist der Parameter n. Dafür bietet sich die Formel für die Varianz an. Wir können also davon ausgehen, dass Sigma Quadrat gleich n mal p mal 1 minus p ist. Und wir suchen n, kennen Sigma und p. Durch Einsetzen der Zahlen erhalten wir eine Gleichung. Das heißt, die Standardabweichung ist 7,2 zum Quadrat, ist n mal der Wahrscheinlichkeit p von 0,36 mal 1 minus p, das wäre dann 0,64. Quadriert man 7,2, so erhält man einen Wert von 51,84 und berechnet man das Produkt, bekommt man 0,23404. So, dividiert man nun durch 0,2304, so bekommt man einen Wert von n gleich 225. Das bedeutet, in diesem Fall sind es 225 Versuche, die durchgeführt werden müssen. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel mit euch besprechen. Es ist das Beispiel mit dem Titel Tennisspiel, das ihr unter der Aufgabennummer 1-398 unter Aufgabenpool.at finden könnt. Hier geht es um zwei Personen namens Stefan und Helmut, die insgesamt 5 Sätze Tennis spielen. Fünf Sätze Tennis. So, Stefan hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 60%. Und nun wird ein bestimmter Wert berechnet, der hier beschrieben ist. Die Frage lautet, was dieser Wert im Zusammenhang mit der Angabe aussagt. Und dazu betrachten wir die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Binomialverteilung einmal ein bisschen genauer. Wenn man die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass die Zufallsvariable einen bestimmten Wert k annimmt, dann hat man zunächst in der Formel den Binomialkoeffizienten. Oben steht die Anzahl der Versuche n und unten die Anzahl der Erfolge k. Dann folgt die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis, das k mal eintritt, und die Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis, das n minus k mal eintritt. Schauen wir uns nun den Ausdruck an, den wir beurteilen sollen. Wir haben einmal hier oben das N5, das sind die Sätze, die im Tennis gespielt werden. Dann haben wir hier die Zahl 3, das ist die Anzahl jener Sätze, bei denen ein bestimmtes Ereignis eintritt. Also bei 3 von 5 Sätzen passiert etwas. Wir schauen uns genauer an, was. Hier haben wir den Wert 0,4. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis dreimal eintritt. Und jetzt betrachten wir dieses Ereignis im Zusammenhang mit unserer Angabe. Nun, wenn Stefan eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 60% für jeden gespielten Satz hat,
dann bedeutet es automatisch, dass Stefan mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% verliert. Und nachdem hier das Ereignis mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% eintritt, bedeutet das, es geht um das Ereignis Stefan verliert. Das heißt also, nachdem 5 Sätze gespielt werden und das Ereignis 3-mal eintritt, bedeutet das, dass hier beschrieben wird, Stefan verliert 3 von 5 Sätzen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 23,04%. Wir hätten auch eine andere Formulierung wählen können. Nachdem Stefan und Helmut gegeneinander spielen und Stefan mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% gewinnt, gewinnt Helmut mit einer Wahrscheinlichkeit von 40%. Wir hätten also auch formulieren können, dass Helmut gewinnt, und zwar 3 von 5 Sätzen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 23,04%.